Herzlichen Dank, Herr Präsident. Herr Dr. Nick, eine ganz kurze Frage. Wir hätten in dem Fall in den 70 Jahren Europarat doch ganz kurz ein Wort von Ihnen gehört zum Thema der Korruptionsaffäre, die den Europarat massiv erschütterte. Eine Korruptionsaffäre, die Ihre Fraktion, Ihre Partei betrifft. Es gibt hier eine Kollegin von Ihnen, Frau Karin Strenz, die in dem Fall, es geht hier um 30.000 Euro, eine Beauftragung von einer Firma in Aserbaidschan entgegennahm. Eine Firma, die übrigens Kollege, in dem Fall Unionskollege von der CSU, Herrn Lindner, Eduard Lindner gehört, und die besagte Kollegin, in dem Fall der Europarat, in eine massive Krise geführt hat, die im Übrigen im Europarat lebenslang Hauptverbot bekommen hat. Und ich möchte auch klar erinnern, dass natürlich auch das Präsidium hier schon Maßnahmen ergriffen haben, aber gleichwohl von Ihrer Seite wäre doch ein paar Worte wegen dieser doch massiv eingetretenen Krise sinnvoll gewesen. Bitte seien Sie nett, äußern Sie sich dazu. Herr Kollege, wollen Sie dazu? Bitte schön.